Gleich neben der Innenstadt hier nochmal die Kuppe der Alten Post. Wie der Wildenbruchplatz. Pfingsten, Ostern, Sommer, Herbst sind hier immer ist hier immer der Rummel. Schaubenbudenbesitzer, sonstige Leute nehmen hier viel Geld an. Gleich nebenan haben wir Gelsenkirchens Feuerwache. Hier stehen die ganzen Wagen drin. Wenig von der Innenstadt entfernt und sind in dem kleinen Nest Gelsenkirchen-Wurm gehören. Hier nun möchte ich euch mein Geburtshaus zeigen. Es liegt in der Alemannenstraße und ist die Nummer 4. Hier im ersten Stock wurde ich geboren. Das Küchenfenster, das Schlafzimmerfenster meiner Eltern. Das Haus von der Rückseite. Hier hinten wurde ich im Wohnzimmer auf der Couch geboren und einfach in die Ecke geschmissen. Wir wenden uns nun wieder in den Ortsteil Schalke zu. Der Schalker Straße. Nun das Tor nach Schalke, die Berliner Brücke. Wenn die Leute nicht gerade mal in der Stadt bummeln sind oder aus Gelsenkirchen hinausfahren, dann müssen sie arbeiten. Hier nun in Schalke ist das Bergwerk Konsol oder auch 1.6 genannt. Hier findet noch über Tage Bergbau statt. Untertage ist hier schon dicht gemacht. Untertage gibt es nur noch in Bismarck das große Konsolwerk. Nun ist die andere Seite der Berliner Brücke. Hier arbeite ich, Thyssendraht. Das ist die Halle der neuen Seilerei. Hier steht die größte Verseilmaschine der Welt drin. Der alte Güterbahnhof von Schalke. Eingang und Abgang von Waren auf der Schiene. Das Verwaltungsgebäude von Thyssendraht. Und nebenan die Kauen. Das ist nun mein Arbeitsplatz. In dieser Halle arbeite ich hinter diesem Tor. Man kann auch die Maschinen erkennen, die drin stehen. Gleich neben dem Schalker Treiben auf der Kurt-Schumacher Straße beginnt das Fußballfieber. Am Fuße der Berliner Brücke finden wir nun die Stammkneipen der Schalker Fans. Die da sind Hitzhöfer, Wellhausen, hier kann man sogar bei Liguda seine Zigaretten kaufen. Der Laden gehörte Ernst Pizzorra, der letztes Jahr starb. Im
Herzen von Schalke nun die alte Glückaufkampfbahn. Jahrelang lag die alte Glückaufkampfbahn brach. Aber nun soll sie wieder renoviert werden für die Olympischen Spiele. Hier fieberten schon unsere Väter dem schwarz-weißen Leder hinterher. Hintergrund ist Bosch, der Hauptsitz der Schalker Spieler. Hat man aber mal keine Lust, Fußball zu spielen, kann man sein Geld auch hier machen, im Casino Schalke. Schalker Sportpark. Hier nun trifft sich die Prominenz zum Tennis, Squash oder Badminton. Hier nun die Gelsenkirchener Schleuse. Das nun ist der Blick nach Gelsenkirchen-Horst. Und zur anderen Seite haben wir Gelsenkirchen-Schalke.
gehe nun in den Rhein-Herne-Kanal von der Schalker Seite. Mit der Einfahrt Stadthafen. Schalke ist einzigster und größter Hafen. Wir uns nun ab vom Industrielärm und besichtigen uns die grüne Lunge Gelsenkirchens. Hier der Ruhrzoo. Eigentlich war es geplant, die U-Bahn durch den Ruhrzoo durchzubauen und man wollte ihn wegreißen. Aber die Gelsenkirchener Bürger demonstrierten dagegen und so bleibt er bestehen. Gleich neben dem Ruhrzoo befinden sich die Zooterrassen, wo am Wochenende bei Tanz und guter Unterhaltung man sich sehr erfreuen kann.